Gut. Macht nichts. Ja, ja. Bla, 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 bla. Nicht so schlimm. Was ist das jetzt? Ich will nichts überschreiben. Nein, auf keinen Fall überschreiben. Ich werde die neu laden. Das werde ich tun. Ja, ist die Frage. Ja, das sowieso. Ich denke, ich werde es nochmal riskieren und gucken, ob ich vielleicht das Gewehr finde. Es ist zu blöd, dass die anderen sind doch nicht beide tot. Wo laufen die rum? Vielleicht kommen sie mir über den Weg, wenn ich Richtung Besitzerzimmer laufe. Dann können die vielleicht noch mitkommen. Obwohl, was sollen die groß tun? Ja, dann gut. Obwohl, die können als Ablenkungsmanöver ganz gut sein. Ich muss auf jeden Fall mit der Pistole schießen. Die Gewehrpatronen, die brauche ich für den Boss. Das sehe ich wohl so. Hier steht wahrscheinlich auch wieder ein Zombie. Moment nicht. Ach, der kommt da gerade erst raus. Gut. Das ist sehr gut. So, dann hier rein. Zumindest bin ich auf dem richtigen Weg. Zimmer des Besitzers. Und da unten war doch dieser eine Keller, ne? Das hoffe ich doch jetzt. Oder bin ich jetzt wieder auf völlig falschen Dampfer? Ich hoffe es nicht. So, hinunter. Okay. Ja, ja. Hier habe ich doch alles untersucht, genau, ne? Nicht, dass hier noch was liegt. Oh, da blinkt was. Ohne Scheiß. Huh! Kommt drauf an. Muss ich warten, bis es nochmal... Okay. Das ist leider leer. Schade. Dann nehme ich natürlich die wieder. Och Mann. Das wäre doch jetzt schon fast die Lösung gewesen. Ah, das Gewehr meinte ich ja auch nicht. Das war jetzt Zufall. Da liegt noch ein anderes. Aber, ach nee, hier ist wieder ein Licker, ne? Das ist dumm. Das ist dumm. Ja, natürlich. Ja, ich laufe dich einfach nur um. Ich habe ihn zur Seite gedrängelt. Der war so bufft, dass ihn überhaupt ein Mensch angegriffen hat, ohne Waffen. Okay, hier in der Ecke, das meinte ich, da liegt ein Gewehr. Habe ich das schon mitgenommen? Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß! Hier ist gar kein Gewehr mehr. Ja, schlecht. Einfach mal schlecht. Hier habe ich doch auch was abgelegt. Das gibt's doch nicht, ist nix mehr. Okay. Das ist relativ scheiße. Dann wissen wir ja, dass wir das nochmal neu laden können. Okay. Ja, ich bin tot. Obwohl, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Bin auch gar nicht gestorben. Danke sehr. Nein, ich möchte nicht speichern. Nein. Gut, laden wir das nochmal. Ja, dann müssen wir uns jetzt irgendwie dem Gegner stellen. Und ja, irgendwie versuchen mit der Munition klarzukommen, die ich habe. Geht ja nicht anders. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, das Level nochmal von vorne zu spielen. Da bezweifle ich auch, dass ich dann noch mehr Munition übrig habe am Ende. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch gar nicht so rumgeaßt mit der Munition. Also finde ich jetzt nicht. Ich habe mich eigentlich immer nur dann verteidigt, wenn es auch wirklich nötig war. Von daher... Ja. Ich werde das versuchen, am Anfang gleich direkt an dem Viech vorbeizurennen und dann versuchen, zum Erste-Hilfe-Spray zu kommen. Ich denke, das ist so die beste Variante. Gehen wir nochmal hier in die Ecke. Ob da noch irgendwas ist. Irgendetwas. Komm. Das wäre super, wenn ich da irgendwas übersehen hätte. Aber es sieht echt nicht danach aus. Und hier liegt auch nichts rum, ne? Einmal hier lang gucken. Ich greife nach einem Strohhalm, der nicht da ist.
Das ist nicht normal. Irgendwas. Irgendetwas. Okay. Ich sehe es ja ein. Bing. Das Eisenrohr. Ich kann das Eisenrohr mitnehmen. Das bringt mir nichts. Die Munition ist mir auch gar nicht ausgegangen, aber... Folgendes kann ich nochmal tun. Moment. Die Batterien haben wir eh nicht gebraucht. Die tausche ich jetzt ein gegen die Kräuter. Nein, nicht die Batterie, das Kraut. Da liegt noch ein Kraut. Okay. Kombinieren mit dem. Ist da irgendwas? Komm, komm, komm! Ach, Yoko. Du siehst doch bestimmt wieder irgendwas nicht. Okay, nützt nichts. Wir müssen da rein. Komm, lauf da rein. Video haben wir gesehen. Kennen wir. Ich will da einfach jetzt versuchen, vorbeizurennen. Weil wenn ich hier draußen bin, habe ich einfach das Problem, dass die ständig diese Licker anvisiert. Und das will ich nicht. Ja, komm her. Steh auf. Okay, das hat schon mal geklappt. Hallo? Schieß daneben. Also hier stehe ich schon mal sicher, das finde ich gut. Die Position ist gut, ich müsste nur noch jeden Schuss genau platzieren. Das dritte Mal, zweite Mal. Haha, du triffst mich nicht. Zwei. Ja, ich muss so ein bisschen zucken mit dem Controller, dass ich ihn richtig trifft. Das ist das dritte Mal jetzt schon. Hey, komm, langsam. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Ja, genau. Ist das... Ja, das bringt mir nichts. Ja, ich muss zum Rohr. Scheiße! Nützt nichts, ich muss da versuchen vorbeizurennen. Ja. Hallo? Yoko? Ja, dann machen wir jetzt tatsächlich einen Endgegner. Ja, ist ja gut. Endgegnerkampf mit einem Eisenrohr. Ansonsten lade ich gleich nochmal neu und versuche nochmal jeden Schuss genau zu treffen. Lass mich los. Ah. Ja, ist doch klar. Joko. Ich will ins Hauptmenü. Ach Mensch, Yoko! Doch, ja. So wird das nix. Jetzt habe ich hier ein Rohr und versuche mit dem Rohr auf dieses Viech einzukloppen. Kannst du nochmal aufstehen? Ja, sie steht nochmal auf. Ja, gleich aber nicht mehr. Ne, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Ach ja, wir versuchen es noch einmal. Und gleich muss ich
versuchen alle Patronen, die ich habe, zu platzieren. Ich kann ja nicht nochmal durchs ganze Haus latschen, um Munition zu finden. Das hat auch keinen Sinn, glaube ich. Dafür würde ich, da würde ich dann mehr Patronen irgendwie auf Zombies verschwenden, als dass ich da Patronen finden würde. Wir müssen es irgendwie hinkriegen mit dem Rest, was wir da haben. Genau, wir wissen es langsam. Ich werde mir gleich einen Tee einschenken. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Das mache ich jetzt auch. Vielleicht liegt es ja auch daran. Ich habe zu wenig Tee getrunken. Ich habe ein paar Patronen verschwendet, aber ich bezweifle, dass die reichen werden. Den einen Gewehrschuss, den ich abgeschossen habe, ich glaube, der hat auch nicht gesessen. Ich glaube, einen habe ich daneben geballert. Hoffen wir es mal, dass es so ist. Und genau, was noch war. Ich werde einen Gewehrschuss abfeuern und wenn er dann noch nicht zusammenzuckt, werde ich erstmal mit der Pistole draufballern. Weil ich glaube, wenn ich zwei Gewehrschuss auf ihn abballer, ist einer so ein bisschen verschwendet, weil er, also bis er dann das erste Mal zusammenbricht, sag ich, so nenne ich es mal, braucht er, glaube ich, keinen ganzen Gewehrschuss mehr. Also ich denke, es ist möglich, das zu schaffen. Bloß die Schüsse müssen halt sitzen, ne?